Ein Hallöchen und willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory. Ja, in noch Update 5. Update 6 ist ja eigentlich schon released, aber ich nehme halt ein wenig im Voraus auf und deswegen haben wir erstmal hier Update 5 am Start. Und das werde ich auch erstmal schön so beibehalten. Und... ups. Warte mal ganz kurz. Da werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Ich wollte eigentlich suchen. So, das dahin. Das ist schon mal gut. Das dahin, das dahin. Das passt soweit. So, das ziehen wir einmal hier rüber. So, haben wir noch genug Quarzkristalle oder Kieselsäure oder wie auch immer Quarzsand. So, warte mal, hier hinten muss ja das auch noch zugemacht werden. Genau, und dann muss das hier noch zugemacht werden. Und das hier muss noch zugemacht werden. So, und daraufhin wird das hier noch zugemacht. Das hier und das hier. So. Okay. Bom, 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 bom. Ja, wie machen wir das jetzt mit dem Strom? Also, da wäre der Plan. Müssen wir natürlich erstmal das hier rüberziehen. Das hier fertig machen. Gehen wir mal kurz hier rein. Das darüber, das da hoch. So, und dann brauchen wir das hier. 1, 2, 3. Das ziehen wir von oben runter. Also die 5. Zack. Die 6. Zack. 3. So. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, jetzt machen wir folgendes. Jetzt machen wir das hier. Dahin. Das haben wir jetzt mit Strom verbunden. Dann machen wir das hier. Da mit Strom dran. Und das hier. Da mit Strom dran. Und damit haben wir das alles schon mal versorgt. Und jetzt ziehen wir den hier. Der ist ja genau auf der Kante drauf. Da rein. Gehen jetzt auf den hier. Ziehen den. Na, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Sekunde. Muss ich erstmal das hier erstmal. So. Fundamente. Das eine Fundament. So, wir haben das lange hier unten. Also so. So, Strom. Zack, zack, zack. Da hängt es an der Wand drin, also geht es da drauf. So, schwupp. So. Das sieht schon mal gut aus. Das wandert dann da nach außen. Das wandert nicht da. Ja doch, da dran. Oder? Ich weiß, ich mach's erstmal da dran, umbauen. Machen wir dann alles später. So, das lassen wir erstmal so. So, jetzt machen wir das nochmal weg. Gehen jetzt das hier hoch, das hier hoch, das hier. So, dann haben wir da das. So, der 5 gehen wir dann hier runter. So, hier kommt das Eisen dann quasi raus. Geht dann hier rein. Ups, das war falsch. So, okay, das haben wir schon. Da ist auch alles eingestellt. So, und die brauchen
30. Ja. Müssen wir das Rezept nochmal ändern. So, jetzt haben wir hier drüben natürlich ein Problem mit den Eisenbarren, ne? Bei den Stahlrohren. Ne, Stahlträgern. Das heißt hier drüben, warte mal, ich mach mal eben kurz das hier. Da dran. Nehmen wir mal hier das da dran. Das geht da dran. Das geht da dran. Das nach da. So, jetzt machen wir mal eben das einmal bis da an die Kante. Das geht da an die Kante. Das geht da an die Kante. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt machen wir mal das hier weg. Und das hier weg. So, jetzt machen wir mal hier ein Fenster rein. So, jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 übrig. Und wenn wir jetzt die 3 wegnehmen und die da reinsetzen, dann sieht das doch eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Mal das hier hoch. Das machen wir da jetzt. Ah, stopp, 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 stopp. Wir haben ja gesagt, wir machen das ja ein bisschen anders. So. Und ziehen dann jetzt das bleibt. Das bleibt. Oder damit es gleich haben, machen wir das so. Warte. Was ist hier mit den Frames? Nein, warte mal. Was habe ich denn da genommen? Die hier waren das, glaube ich, ne? 8x2, ne? Aber da habe ich doch, glaube ich, erstmal die noch drunter gesetzt. Ich meine auch, ne? Die drunter gesetzt. Und daraufhin habe ich die dann oben drauf gesetzt. Genau. So haben wir das gemacht. So, das gleiche machen wir dann ab hier auch. Hier kommt ein Fenster rein. Dann kommt hier hinten ein Fenster rein. 1, 2, 3. Ne. Warte mal. 1. Da habe ich 2. Das ist ja dämlich. Pass auf, dann machen wir das anders. Dann machen wir hier noch ein Fenster rein. Haben wir 4. Wobei ich sagen muss, das führt mir schon mal dazu. Ja, komm, wir machen mal die 4. Wir gucken mal. 1, 2, 3, 4. Die 4 hier rein. So, die einmal hier rüber. Das dahin, dann die 6. Nein, 1. Bis dahin. Das wandert dahin. Jetzt nehmen wir das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, da wir hier keine eine Außenkante haben, müssen wir jetzt die auch einmal noch hier durchziehen. So, ziehen wir das hier nach vorne rüber. So. Das. Das hier. So. Und das hier. Machen wir hier. Das so, das so, das so. Das so und dann die 6. Und das andere machen wir von außen.
und das dann so. So, das geht weg. Das geht weg. 1, 2, 3, 4 gehen weg. So, dann machen wir jetzt die 4. Das, das, das. Und das. Das geht weg. Ziehen wir das jetzt einmal durch. So. Das geht hoch. Das geht hoch. Das ziehen wir hier durch. Da, 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 da. Und da. Und da. 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 So, da wir hier sowieso ein Dach drüber machen, kann das erstmal so bleiben. Jetzt gehen wir hinten auf die andere Seite und machen dasselbe in grün. So, das weg. 1, 2, 3, 4. Das weg. Dann die 4 dahin. Zack, zack. Zack. So. Das einmal bis hinten durch. Das beginnt am Ende, das beginnt am Ende. Das geht erstmal dahin. 6. Ah, duck, 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 duck. Jetzt habe ich keinen Beton mehr. Mann, 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 Mann. Das sieht schon geil aus mit dem Sonnenuntergang da hinten, ne? Das ist schon eine feine Sache und ich habe immer noch keine Dingens, ey. So, machen wir mal 500, 1000, 1500, 2000 und wir haben noch ein bisschen was auf Lager. Das ist gut. Und werden jetzt demnächst nochmal gucken, dass wir da die dritte Produktion für Beton auch noch mit anschmeißen. Vielleicht kann ich dann hinten die eine Kalksteinader aber damit rausnehmen, dann kann ich die komplett totlegen. Aber da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Normalerweise kommen wir auch mit den zwei Unreinen eigentlich hin, sobald wir dann MK2 Miner haben. Dann geht das eigentlich auch ganz gut. So. So, da wir hier jetzt erstmal eine Außenkante haben, mache ich jetzt erstmal hier die Außenkante rein. So. Da ist jetzt eine Tür drin. Das ziehen wir darüber. Das ziehen wir hier rüber. Das ziehen wir darüber. So. Ziehen wir das jetzt darüber. Das darüber. Das geht darüber. So. Gut, jetzt haben wir ja gesagt. Ich weiß nicht, passt das jetzt eigentlich hier oder klippt das durch? Das sollte eigentlich passen. Wenn wir das zumachen hier. Das wird auch passen. Aber das klippt auch nicht da rein, ne? Er passt genau rein. Sei denn, warte mal. Ne, es passt wie Arsch auf Eimer. Geil. Das ist schon mal cool. So, wie viel machen die denn jetzt hier? Die machen 30 pro Minute. Aber jetzt die Frage, wie viel brauche ich denn jetzt erstmal? Also 30, muss erstmal beide Miner quasi anschließen. Oder aber... ich besorge mir... ach guck mal, wir haben noch eine Festplatte, sehe ich gerade. Lass doch mal kurz eine Mem hier hinbauen. Und dann lass uns mal eben die Festplatte forschen. Aber dabei ist die Frage, wie machen wir das? Also ich könnte jetzt hier oben... was vielleicht ganz witzig wäre, wenn man jetzt hier... warte mal, ich versuche da mal was. Wenn wir das jetzt 3... so... wenn wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack, zack. 1, 2, 3,
Mal 3. 4. 5. Das heißt, hier drüben auf dem hier geht das weg. Nee, warte, das schließt genau ab. Das ist schon richtig so. Das heißt, wir müssen den hier nämlich oben drauf setzen. So, und dann machen wir nämlich jetzt Folgendes. Der wandert nämlich jetzt hier rein. Genau. So, und jetzt wandert der hier. Warte. Ach nein, das funktioniert doch wieder nicht. Doch, klar. Warte mal, das kriegen wir doch hin. Wenn ich jetzt den hier hinsetze. Und den nach da hinsetze. Und den dann da anschließe. Funktioniert das doch. Na, logisch. So, der wandert dann dahin und wandert da rein. So. Können wir jetzt den Turm nämlich zumachen. Eigentlich könnte ich den auch ein tiefer setzen, aber das passt dann gleich besser mit dem Miner zusammen. Wenn wir den dann zumachen. Von daher ist das ganz okay. So, jetzt müssen wir allerdings den Miner ein bisschen auf 60 übertakten. Damit das Ganze auch funktioniert. Oder wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Müssen wir mal gucken. Bei Logistik MK3 haben wir doch sowieso, glaube ich, auch die MK2 Miner, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Meine ich zumindest. So, ich nehme mal kurz 500 Beton hier raus. Und gehe da mal ganz kurz einmal eben gucken. So, hup. So, Schnecke. Habe ich hier keine Schnecken mehr? Ich habe da noch 5 Stück. Aber ich muss irgendwo noch Energiefragment haben, oder nicht? Da ist auch noch eine Schnecke. Da ist noch ein Energiefragment. Lass uns die doch mal eben zusammenbauen hier. So. Also, Meilenstein MK3, was gibt es da? Förderband Lift MK3. Nein, ist bei der fortgeschrittenen Stahlproduktion. Okay, aber das ist erstmal wichtiger hier. Das müssen wir erstmal auf jeden Fall machen. So, 500 rein. Gut. So. Dann ist jetzt der Plan, dass wir schauen, dass wir das Eisen vernünftig verteilen. Ah, und natürlich, wir müssen den Strom noch da hochziehen, ne? Ah, das kommt ja auch noch dazu. Ziehen wir den denn jetzt mal her? Warte mal. Ich hätte hier einen Strom, hier einen Strom. Also wir könnten den hier vorne raus. Warte mal, pass auf. Mach mal Folgendes. Den ziehst du mal dahin. Dann machen wir den Durchgang dahin. Der wandert da hoch, weil wir den ja oben lang legen, damit er nicht so ins Auge fällt, ne? So, dann werden wir den mal hier rüber legen, relativ ans Ende. Auch mal ruhig dahin. Gehen dann hier einen tiefer, so. Den dann mal ziehen wir den jetzt mal hin. Ja, komm, ziehen wir erstmal hier hin, ist erstmal egal.
Spielt erstmal keine Rolle. Dahin. Gehen wir da direkt mit 2 hoch, würde ich sagen. Auch, ne? Ja, das machen wir auch. So, der geht dahin. Gut, jetzt muss ich erst eben hier einmal das Ding zu Ende bauen hier. So, das heißt, jetzt machen wir das hier. Das macht er jetzt gar nicht, ne? Lol. So, dann ziehen wir jetzt den mal hier rüber. Dann geht der hier oben hoch. Und dann ziehen wir den jetzt erstmal hier ein bisschen raus. So, da ist die Frage mal, ist das für eine Quelle, reine oder unreine? Ist eine reine sogar. Gut, dann wäre es vielleicht ganz sinnig, wenn ich die immer so ein bisschen freilasse. Kann man noch was davon sehen? Ja, kann man noch, perfekt. Das Ding mal eben weg hier. Das mal eben weg. Wupp. Alles mal hier betonieren. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. So, jetzt haben wir ja hier hinten quasi den Strom. Ziehen wir jetzt mal hier rüber. Nervzwerg. So, jetzt hat man dann gesagt, warte mal. Hat mir eigentlich die beiden hier. 4. Drei. 4. 5. Zack. 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 Eieieiei. So. Genau, dann müssen wir später noch ein Dach drauf machen. Das ist ein bisschen eng hier, ne? Das ist natürlich klar. So. Machen wir folgendes. Ziehen das Kabel. Wir gucken, dass wir das da irgendwo hinkriegen. Ne? Das hier erstmal hier rüber, würde ich sagen. So. Dann machen wir hier drüben. Warte mal. Da. Die Mam ist fertig. Hoch, ne? Jo, ein zu hoch. Jo, das passt besser. Perfekt. Schwupp. Kriegen wir den denn darüber gelegt? Auf der Seite?
der ist. 1, 2, dritte Fenster Unterkante. 1, 2, ne, der geht mitten durch, das will ich nicht. Geht so nicht. Dann machen wir folgendes. Dann ziehen wir den mal nach hier rüber. Und gehen dann hier drüben an der Kante raus. Gehen dann dahin. Ja, da kann ich doch mit leben, das ist okay. Ich irgendwo in der Höhe verrutscht sein, glaube ich. Ja, hier bin ich in der Höhe verrutscht. Shit. Ich muss nämlich doch dahin. Der muss nämlich dahin. Der geht dann nämlich dahin und dann passt das nämlich auch wieder. Der geht dann nämlich weg. Der geht dann da dran. Der geht dann ein höher. So. Der geht dann hier drüben dran. Der geht dann da dran. Damit haben wir das Ganze jetzt ordentlich verkabelt. Das sieht mal ganz gut aus da. Und jetzt ziehen wir den nämlich einfach erstmal hier rüber, dass der erstmal hier an die Kante rankommt. Und den verbinden wir dann erstmal mit dem hier. So, dann fängt der nämlich schon mal an zu laufen, das ist schon mal ganz praktisch eigentlich. Dann können wir mich jetzt einmal mit der 6 da hoch. So, und jetzt müssen wir nämlich erstmal gucken. Jetzt würde ich sagen, machen wir auch hier oben erstmal den Durchgang erstmal zu. Das Ganze ist ja eigentlich mehr ein Gebäude als zwei, ne? So, das bis dahin. Das Ganze bis dahin. So. Also wir haben jetzt hier quasi zweimal. Hier kommt Kohle runter, ne? Hat mir gesagt, da die Kohle runter. Also gehen wir hier hinten rum. Gehen hier hin und machen hier Logistik einen Splitter hin. Zack. Wandert der nach dahin. 1, 2, 3, 4. Der nach hier hin. So, dann wandert der hier nach dahin. So, achso, ich muss ein Ding jetzt noch überbrücken. Übertakten. Da kommen wir gerade mal 30 raus. Dann müssen wir ja erstmal auf 60 erstmal hoch. Genau. So. Jetzt aber die Frage, wenn wir das jetzt soweit haben, dann können wir jetzt ja auch erstmal hier so, haben wir das schon mal am Laufen. Wir können die schon mal ein bisschen Eisenbarren produzieren. Ja, und wir müssen uns jetzt noch Gedanken machen, wo wir die Kohle herkriegen. Also Kohle wäre ganz nice, wenn wir die vielleicht hier oben hereinholen. Das heißt,
Wir machen das mal folgendermaßen. Wände, machen hier einen Durchgang rein. Ja. So, jetzt machen wir das hier erstmal weiter. Bis wir hier runter einen schönen Turm bauen können. Das sieht gut aus. Zack. So, dann können wir nämlich jetzt hier einen Turm runterbauen. Da splitten wir das Ganze. Also da geht es dann dementsprechend erstmal rein. So, 1, 2, 3, 4. So, das heißt 1, 2, 3, 4. Oben kommt die 3 drauf. Und den machen wir mit dem MK2-Band. Weil mehr momentan nicht geht. Da rein. So, und wir hatten aber eigentlich gesagt 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich müsste der da hin. Aber wenn wir den... Ah, das wird nicht funktionieren. Das ist egal, das ist halt einer mehr. Macht nichts. So, jetzt gehen wir erstmal runter. Und dann gucken wir uns das Ganze erstmal an, wie wir das machen. Ist ja alles noch so eine tricky, tricky Sache hier. So, den ziehen wir erstmal hier runter. Zack. Ziehen wir den erstmal hier runter. Moment. Loopen vielleicht. Danke. So, 6. Das wird bestimmt nicht reichen, ey. Oh, doch, reicht. Geil. Aber. Ein K2 brauchen wir. So, dann kommt nämlich hier auch das Ding wieder hin. Bauen wir mal eben hier außen rum, dass ich da keinen Mist baue. So, dass das bleibt. So, jetzt wäre es aber vielleicht sinnig. Da gehe ich noch einen hoch, wenn wir hier einfach nochmal rüber gehen. Aber dann könnten wir den Miner bestimmt noch mal drehen. Miner MK1. Aber wenn wir den dann nämlich vielleicht so drehen. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Wenn wir das nämlich folgendermaßen machen, dann gehen wir nämlich jetzt hier. Zack. Mich da hoch. So, MK2. Er sitzt viel zu tief, ne? Seht ihr das? Müsste eigentlich einen Meter tiefer sein. Eigentlich müsste ich echt noch einen Meter tiefer. Upsala. Das wollen wir ja nicht machen. Pass auf, dann machen wir sogar folgendes. Dann gehen wir hier. Geht das? Naja, okay, da geht's nicht. Dann lass uns doch hier einfach nochmal einen Meter runtergehen. Das können wir später wegsprengen. Dann machen wir es jetzt so. Oder gehen wir direkt nochmal 2 Meter runter. 2 wird zu viel, ne? Oder? Wird optisch aber besser passen. Ja, das springen wir hinterher noch alles. Wird hinterher noch alles in die Luft gesprengt, keine Sorge. So, meiner MK2. Zack. So, jetzt machen wir folgendes. Das. Jetzt ist er zu hoch. Das ist auch echt ein Witz. Egal. So.
Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann geht der da hoch durch den Turm. Jetzt machen wir den erstmal wieder hier weg. Ja, und dann legen wir jetzt hier vorne. Daneben. Ja, probieren wir jetzt hier nochmal runtergehen. Können wir das mit dem Ding jetzt besser machen? Machen wir das mal. Hoppala. Hier geblieben. Ah, jetzt habe ich keinen Eisenplatten mehr. Ah, schon wieder 35 Minuten rum und es läuft immer noch nichts ein. Aber das wird fertig gemacht jetzt. Die Stahlproduktion soll zumindest in dieser Folge an den Start gehen. Wollte ich jetzt Eisen, wie viele Eisenstangen haben wir eigentlich noch? Auch nur noch 50, dann stacken wir noch mal kurz auf. 800, wie viel Beton haben wir noch? Auch nur noch 700. Dann nehmen wir natürlich auch noch ein bisschen Beton mit. Ich sehe gerade, da ist ein Knick drin. Seht ihr das? Bin da wohl ein zu hoch. Ja, definitiv. Ah, das sieht schon besser aus. So. Jetzt kommen wir eigentlich hier fast komplett erstmal durch, ne? Wir sind auf der Linie. Ah, passt. So, Strom läuft, Strom liegt, das ist gut. So, jetzt brauchen wir dann die 6 mit dem MK2. Zack. Zack, das reiße ich vorsichtshalber nochmal kurz ab. Das da rein. So, das wie gesagt wird jetzt noch nicht zugebaut, weil sowieso als erstes dann MK3 da reinkommt. Und deswegen. Na, das sieht aber schon mal ganz gut aus. Läuft, zumachen machen wir später. Jetzt müssen wir den ganzen Kram oben noch verteilen. So, kommen hier durch, können das hier verteilen. Habe ich den falsch gesetzt? Ne, habe ich nicht. Okay. Logistik,
Da, Splitter. So, da mit dem MK1 raus, ne? Richtig? Richtig. Moment. So. Dann gehen wir jetzt hier. Mit dem MK1 raus. Machen 1, 2, 3, 4. Machen wir hier in die Mitte, oder? Ne, warte mal. Komm, scheiß drauf. So. Hier geht das mit dem MK2 erstmal weiter. 1, 2, 3, 4. Passt. Passt. So, und wenn das gleich unten ist, können wir dann eben gleich alles kontrollieren und einstellen. Puh. Alles ganz schön aufwendig hier. Guck mal, da sind schon Stahlbarren, Eisenbarren ohne Ende, da liegen schon mal welche auf Vorrat. Geil. So. Aber die sind verbunden, ja, okay. Da hinten kommt schon die erste Kohle. Was produzieren wir hier? Hier die Stahlträger. 60, okay. So, wir brauchen insgesamt 40 Kohle und 40 Eisenbahnen für 60, damit das 1:1 läuft. Also können wir jetzt Folgendes machen. Entweder wir übertacken die auf, warte mal, wie viel brauche ich? 40. Dann brauchen wir 40 Eisenbahnen. Das heißt, ich muss gucken, dass hier mehr ankommen. Damit mehr ankommen, 40. Warte mal, hier. Vielleicht kann ich ja hier runter takten. Weil hier brauchen wir 30. Können wir sogar runterstellen. Dann brauchen wir nämlich nur 20. Und dann können wir das hier auf 20 nämlich runterstellen. Und dann brauchen wir nämlich 20. Wenn wir hier nur 20 brauchen, brauchen wir nur 20 Eisen. Und hinten 40 kommen wir da genau bei den 60 raus. Also sollte das alles laufen bei Gelegenheit. Genau, und das heißt, der eine muss natürlich erstmal voll laufen, ne? Weil der ja weniger braucht, produziert, wie auch immer. Aber schön, läuft und funktioniert tadellos. Sehr gut. Ich bin begeistert. Okay, das läuft. Das läuft, das läuft. Perfekt. Das wird dann noch ein bisschen schöner gebaut. Und dann machen wir das erstmal weg. Gut, dann würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal raus. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.